Leo ist back. Anscheinend. Ich sehe rot aus, aber ich sehe nicht wirklich rot aus. Okay, das hat keinen großen Unterschied gemacht. Das Nintendo Direct-Ding ist so rot. Es ist so rot. Hallo Sakura, hallo Dave. Hallo Jay Fons, hallo Angel, hallo Superius. Hallo Lurky, Dave, dankeschön für 11 Monate. Dankeschön, hallo Sarin. Mann ohne Starting Screen, tja. Hallo Brian. Hallo Adra Luna. Hallo Azrael, hallo Selet, hallo Hikaru. Hallo Annika. Brian, dankeschön für deinen Prime. Brian mit dem Prime. Prime, 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 Brain. Wie lange haben wir hier noch? Hier steht doch, das stand doch gerade da. Warum steht es nicht mehr da? Okay, 5 Minuten, aber normalerweise steht doch hier der Countdown. Okay. Hallo. Hallo Henriette. Neues Pokémon-Game, let's go. Das sagst du nur aus Spaß, oder? Komm, ich habe mich 2 Wochen lang erholt und schon schreibt der Salad etwas, was mich zur Weißglut bringt. 2 Wochen Urlaub einfach auf einen Les wieder weg. Das beginnt wahrscheinlich in 5 Minuten. Warum glaubst du das? Henriette, dankeschön für Tier 2. Und 45 Monate. Miko ist 39 Monate. Hallo Qs. Gleich geht das Geheule wieder los. Let's go Paldea. Let's go Carlos. Hallo Flo. Diese eine Minute, die immer runterzählt, warum der 15 Minuten Timer nicht da ist, keine Ahnung. Ja, das hat YouTube, glaube ich, geändert. Dieser 15-Minuten-Timer war von YouTube etwas. Ich glaube, das haben die inzwischen nicht mehr. Ich freue mich riesig. Ich habe Karten für das Final Fantasy VII Rebirth Live Orchester Konzert bekommen. Wusste ich gar nicht, dass das ist. Wo ist das? Berlin oder was? Oder bei euch in der Schweiz? Wie hieß die Region aus Pokémon Ranger? Keine Ahnung. Wie hieß die Region aus Pokémon Snap? Sandwichkatze, dankeschön für 9 Monate Twitch-Baby. Danke, danke. Leute, bleibt hier, wir schauen uns die Direct an und ich habe von Capcom 9 Codes gekriegt für Monster Hunter Stories. Das ist quasi Pokémon, nur in der Monster Hunter Welt. Falls ihr Stories nicht kennt. Das ist wirklich quasi die Monster Hunter Welt, nur dass man nicht die Monster besiegt, sondern auch fängt und aufzieht und kreuzt und brütet und so weiter. Und ich habe von denen Codes gekriegt für Teil 1, Teil 2, Steam, PlayStation Version. Und die werden wir nach der Nintendo Direct ganz fair einfach verlosen. Warum so viele? Tja, ich habe halt Connections. Nee, tatsächlich eine andere Influencerin, die ich kenne, seit ich streame, die Lazu, die arbeitet inzwischen bei Capcom. Und ich habe damals, ich glaube, ein Zuschauer von mir hat Iceborne quasi gekauft und gesagt, hey, du kannst es verlosen. Dann habe ich Monster Hunter Iceborne hier verlost und sie hat es gewonnen. Und inzwischen arbeitet sie selber bei Capcom. Und hat mir geschrieben, hey, erinnerst du dich noch, wie ich bei dir Iceborne gewonnen habe? Hast du Bock, 9 Codes bei dir zu verlosen? Oder halt Codes zu verlosen? Und dann habe ich jetzt 9 Stück gekriegt. Ich habe sogar noch mehr gekriegt, aber die weiß ich nicht, wie ich die verlosen soll. Ich glaube, die poste ich einfach in den Chat und der Erste, der sie einlöst, kriegt sie. Weil das sind nur so Cosmetics und Vorbestellerboni, die habe ich auch noch. Aber das machen wir nach der Direct, die in einer Minute losgeht. Hallo! Hallo. Hallo.
Almia könnte richtig sein, ja. Hallo Drarot. Schreiben die Leute hier Splatoon. Pokémon Rumble Switch. Wind Waker. Ja, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt vorgestellt wird. Wenn Wind Waker und Twilight Princess vorgestellt werden, also, was heißt vorgestellt werden, aber verkündet werden als Remaster, dann war das die beste Direct ever. Was traurig ist. Hallo Happens. Wo Switch 2 kommt? Switch 2 wird nicht gezeigt. Das hat Nintendo selber gesagt, dass sie es nicht in dieser Direct zeigen werden. Vielleicht haben sie uns nur getrollt und sie werden es jetzt extra zeigen. Aber ich glaube nicht. Philipp, danke schön für 3 Monate. Mein Feed geht nicht. Hallo? Habe ich jemanden vergessen? Happens, danke schön, dass du Happy ein Sub geschenkt hast. It's a me. Warum ist mein Screen so riesig? Mario. Warum sieht das cool aus? Moment, was ist das für eine coole Grafik? Luigi! Das ist nicht Luigi's Mansion. Das ist irgendein Luigi Mario Brothers. Mario und Luigi. Ich glaube, davon wussten wir, oder? Wussten wir von dem Spiel? Nein? Cel-Shading-Grafik, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Es ist einfach ein... Ist das ein gezwungenes Koop-Spiel? Wahrscheinlich nicht. Aber besser in Koop. Ich schaue sie übrigens anscheinend auf Englisch an, sorry. Animal Crossing und ein Zelda Remaster hast du rausgelesen, soll kommen? Nein, 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 das wünschen sich nur alle. Ist das ein Remake? Ich glaube nicht. Gibt's auch auf Didi Direct? Ich mag aber Deutsch nicht. Deutschland stinkt. Hallo Mauslo, dankeschön für 8 Monate. Shrek, hallo. Das hat ein bisschen Mario Party Sachen. Und hier RPG Sachen. Ich glaube, wenn es ein Remaster wäre, dann hätten wir schon Sachen erkannt. Das ist, glaube ich, ein komplett neues Spiel. Ein bisschen Fußball. Den Resub habe ich ignoriert. Ja, ich hasse dich. Wie kannst du nur resubben? Brothership. Hello everyone. I'm Hello. Shinya Takahashi. Hello. And I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Nice. That was the first new entry in the Mario and Luigi series in Wollt ihr es auf Deutsch sehen, ihr Mario and Luigi Brothership? Anti-Globalisten. Please look forward to a seafaring adventure that unfolds across mysterious islands. No one cares. Mario und Luigi による進化したブラザーアクション。Jetzt habt ihr Untertitel und Japanisch. Es ist besser. それではヘッドラインをご覧ください。Bring the championships home or on the go. The thrill of the Nintendo World Championships is das, heading to Nintendo Switch. Wussten wir, glaube ich. Das habe ich gesehen, dass es kommt. Take on over 150 speedrunning diese speedrunning Dinger. Das ist voll cool gemacht. Du hast quasi diese ganzen Oldschool Spiele, so richtig Oldschool. Aber halt auf Speedrun gemacht. Das heißt so online Leaderboards und so weiter. Lustigerweise ist der Counter die Zeit so wie in Live Split. Warum haben die das so hässlich gemacht? Survival Mode, where you'll race against ghost data of players worldwide.
After each round, half of the players will be eliminated. You've only got one shot to survive. Ich bin voll gespannt, ob das Speedrunner tatsächlich benutzen werden dann. Nintendo World Championships NES Edition launches on Nintendo Switch July 18th. Pre-orders for the digital version are available now on Nintendo eShop. Wenn sie NES Edition sagen, kann es sein, dass dann auch irgendwann eine SNES Edition und eine N64 Edition kommt. Das wäre voll geil. Die ganzen Oldschool-Spiele in einem System, alle mit so Challenges und Countern. Voll geil. Kim, danke schön für 38 Monate. Anime Fairy Tale in this action RPG. Set in the vast kingdom of Fiore, Team Natsu prepares to finish their fight. Engage in real time. Das war voll die Legends Arceus Grafik gerade. 40 Minuten soll die gehen, das ist ganz schön viel dafür, dass die Switch am Ende ihres Lebens ist. Hallo JJ. Anime Games sind Trash. Ja, scheiß Anime, ey. Fairy Tail 2 launches on Nintendo Switch this winter. Hoffentlich mal ein gutes Fairy Tail Game. Ich meine, anscheinend gibt es nur zwei. Bisher nur eins. Hallo Lucy. Final Fantasy Series Creator Hironobu Sakaguchi. And composer Nobuo Uematsu. Das muss ein Remaster sein, oder? RPG Fantasia. Nein. The world is slowly being robbed of its civilization. To restore his memories, Leo must confront an evil entity threatening all mankind. Ich rette die Welt. Wie immer. Skills are the ticket to winning battles. Okay, bisher haben wir zählt Fairy Tale als JRPG? Nee, das war eher so ein Action. Wobei, es war auch, glaube ich, egal. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Nummer 1. Taktisches JRPG von, ich sage, 7. Ich sage, wir werden 7 solche Spiele sehen. Das war der Langhaarige aus FF in weiblich. Sephirota. Launches on Nintendo Switch this winter. Ja, sie sah, oder er sah wirklich kurz aus wie Nier. Wie B2B? Oh mein Gott. Neue. Hier, Happens, du kannst mehr Sport machen. Jetzt mit Basketball. Dribble, pass and shoot. In 2-on-2 matches using motion controls. Not gonna lie, fühle ich. Leo! Warum heißen alle Leo heute? Was ist geschieht? Was ist geschieht? Hä, warum heißt der jetzt auch zufällig Hallo? Das ist voll so, das bei jedem Streamer heißt das anders. Lisa, Ken, May und Jin. Okay. Wäre besser, wenn das mies sind. Ich meine, es wäre cool, wenn sie für die Switch auch so ein Mii-System hätten und das dann hier wäre. Mies könnten, glaube ich, inzwischen um einiges cooler aussehen als... Wobei, Mario Kart 8 hat ja quasi noch die Mies. Von wegen Fitnessstudio. Ja, ja, ich bin der. Hast gesehen. Hey, aber vielleicht kommt Hollow Knight. Ich denke gerade hier bei dem Zeichenstil an Hollow Knight. Hallo, Meguminar. Leo, hast du mit Nintendo die letzten 14 Tage zusammengearbeitet? Ja, ich habe heimlich auf dem Basketballplatz gestanden, komplett in Mocap und habe den Leo eingespielt. Das ist tatsächlich ein bisschen wie Hollow Knight, aber auch noch mehr wie Celeste. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Cooler Zeichenstil. Mio. Das ist cool. Wie Ori? Ja. Das habe ich vergessen zu sagen. Bereiten wir uns darauf vor, jedes Spiel, was wir sehen, zu vergleichen mit anderen Spielen, die bereits existieren.
Das gibt's auch schon, oder? Das ist ein DLC, das ist doch schon ewig draußen. Oder ist es tatsächlich was Neues? Ja, Free Update. Cool. Ja, Little Nightmares ist mit dem kleinen gelben Umhang-Tierchen. Aber Little Nightmares ist um einiges anders, als das wir gerade gesehen haben. Little Nightmares ist wirklich sehr langsam und slow und stealth. Das war gerade ein Metroidvania. Hello Kitty! Das ist Animal Crossing. Passt. Oha, Lola Bunny. Play as Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig and more. Er heißt auf Englisch Porky Pig. Arcade style sports. Unleash the full power of Acme across iconic levels in up to 4 player local co-op. Das heißt auch so ein Sportding. Falling Anvils, Looney Tunes wacky world of sports crashes onto Nintendo Switch this autumn. Basketball, Fußball. That's all, folks. Hab ich dich gesehen. Emergency meeting. Wir sind hier gerade im Rapid Fire. Dass Among Us nach 5 Jahren immer noch in jeder Nintendo Direct ist, oder? In jeder Nintendo Direct ist Among Us. Neue Map. VR-Modus. 6 Jahre. Ja, aber erst 2 Jahre später wurde es ja so krass erfolgreich. Bald kommt die Serie. Ja, stimmt. A monster army is at your command. This is Felicidad, a realm of monsters. Felicidad. Felicidad. Farmagia and play a vital role in civilization. Oder? 10, a Farmagia must rise up against the oppressive Magus to stop his vicious reign of the Gibt schon Amogus Anime? Amogus. Raise monsters and ja, das ist das zweite, was ich meinte. Okay. Taktisches JRPG. Mit Farming Simulator, hey. Die Bingo-Karten, die Leute gemacht haben, glühen gerade heiß. Farming Simulator und taktisches JRPG in einem. Hallo Dynamix. Give commands to your monsters and exploit enemy weaknesses in action-packed combat. Ohne Schwachpunkt mit Schwachpunkt? Oh mein Gott. Warum zeigt ihr uns das in einem Trailer? Who cares? And wreak havoc on your foes. Ist der Stream nicht in full? Join the rebellion to stop the Magus in Farmagia, launching on Farmagia. November 1st. Ich glaube, Handy Game Vibes. Ja. Wann Pokerock bei dir? Oh! Ist aber nicht Country. Donkey Kong Country Returns. Originally released on Wii, is barreling onto Nintendo Switch in HD. The villainous Tiki Tak tribe has hypnotized. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll. Das ist nur ein Remaster von einem Remake. Gebt uns. Keine Ahnung. War das gut? War das gut? Haben die das gut geremaked? Ich habe das damals nicht gespielt. Wie clean das aussieht. Das ist, der hat ja gesagt, auf der Wii. Das heißt, es ist noch nicht mal ein neues Remake. Es ist einfach nur Full HD jetzt. Es ist noch nicht mal... Es ist nicht das alte Country. Das ist eins von der Wii. Das heißt, wir haben jetzt 2 Donkey Kong Countries auf der Switch, die nicht neu sind. Eins von der Wii U und eins von der Wii auf der Switch. Returns war kein Remake. Achso, das ist war. Okay, das heißt einfach Donkey Kong Country Returns. Aber war kein Remake. Trotzdem haben wir jetzt 2 Donkey Kong Countries auf der Switch, die nicht auf der Switch das erste Mal rauskamen. Warum macht ihr alte Spiele dauernd neu? Hört auf! Gebt uns ein neues Donkey Kong Country. Donkey Kong no powerful de wild na action o tanoshimi. Das war aber der vierte Teil. Okay. Trotzdem, wie dumm ist es, dass man einfach nicht ein neues macht? Nummer 3. Das dritte taktische JRPG. Und wieder zu Vollpreis? Ja, wahrscheinlich 60 Euro, ne?
Ja, vielleicht auch 40. Yep. Nummer 3. Also langsam hängt einem die Octopath Traveler Grafik aus dem Hals raus, oder? Das ist Dragon Quest Remake. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Journey with allies to face the Archfiend on an epic adventure. Memorable encounters. Ich finde aber, Octopath Traveler macht es immer noch am besten. Das ist nicht... Es sieht schön aus. Aber irgendwie ist es ein Mischmasch. Ich habe ein kugeliges gelesen. Ein kugeliges RPG. Dachte gerade Zelda. Ja, weil Zelda ist halt... Ich weiß nicht, ob Zelda das erste war. Bestimmt nicht, aber das bekannteste. Das ist kein Tactical RPG, sondern JRPG. Ein Tactical JRPG, habe ich gesagt. Damit meine ich einfach nur, dass es kein Action-RPG, meine ich damit einfach. Dragon Quest 3 HD 2D Remake. War 3 gut? Freuen wir uns über 3? Ob wir in 50 Jahren immer noch Spiele remaken aus den Anfang 2000ern? Nee, dann aus den Anfang 2020ern. Ja, es ist so dieses comichafte Dragon Ball Dragon Quest Grafik, aber zusätzlich dann diese Hyper-Realistic Pixel Octopath Traveler Grafik. 1 und 2 kommt auch, aber erst in einem Jahr. Nintendo Direct, ご覧 皆様. Konnichiwa, Hori Yuji desu. Dragon Quest 3 no eizou, ikaga deshita ga? Dragon Quest hat schon viele Sachen, so, also so, wie sagt man, memorable Sachen, wie zum Beispiel den Slime. Ist das der Macher? Jikeiretsushiwa, 3 ga monogatari no hajimeru to natte ori, 3, 1, 2 no junban de play shite moratto. Voller Princess und Wind Waker habe ich aufgehört dran zu glauben. Ich werde seit 3 Jahren enttäuscht. Aber langsam wird es Zeit, ja. Horii-san, arigatou gozaimashita. Horii! HD 2D ni natte yomigaeru aratana Roto 3部作 ni go kitai kudasai. Schau da, das Monster war Comic und alles andere war realistisch. Das ist ein bisschen clashed es. Ein furioser Mix der Funktionier. Oh Gott. Say hello to Jaws? Moment, ist das ein Funko-Spiel? Ich finde ja, eins der schrecklichsten Sachen, die die Menschheit kreiert hat, sind Funko-Pops. Es tut mir leid an alle, die sie mögen und sammeln. Oh mein Gott. Funko-Pops sind eines der hässlichsten Sachen der Popkultur. Widerlich. Und jetzt wundert es mich, dass es nicht schon länger ein Spiel gibt. Oder gibt es schon Spiele? Wie viele Lizenzierungen mussten die sich holen, um das zu machen? Oh mein Gott. Ich hatte mal 200 von denen. Vergangenheit. Weil dir dann aufgefallen ist, wie dumm es ist, die zu sammeln. Funko Fusion. Ugh. Was ist dieses 1010 Games da oben? Ach, das sind die Macher wahrscheinlich. Spooky, silly and strategic games. Ready for an adventure of ghoulish. Ja, das kommt doch jetzt. Oh, ja. In 10 Tagen, 9 Tagen. And explore multiple mansions filled with goofy ghosts. Ja, manche Funkos sind cool. Es gibt so Funkos, die dann so aus dieser Norm rausbrechen und vielleicht ganz cool sind. Aber diese Wände an Funkos mit ihren schwarzen Augen und alle sehen exakt gleich aus und einfach so hässlich. Meet the quirky little Dempa man. Find him, catch him and lead him on a joyful RPG adventure. Explore dungeons and battle monsters. Was geschieht? 2024. Was ist das für ein GameCube-Spiel? Plus up to 4 players in local co-op can team up to catch special Dempa Man.
Gibt es Teil 1 schon auf Switch oder auf dem 3DS? Von was? Luigi's Mansion? Luigi's Mansion 3 gibt's auf der Switch. 1 ist bis jetzt nur GameCube und 2 kommt jetzt. Take control of your forces and pulverize enemy strongholds. Choose from over 300 units with different abilities. Contra. Build out your decks to win tactical tussles. Das ist ein Deck. You can also slug it out with other players in online battles. Metal Slug Attack Reloaded. Metal Slug als Kartending. Later today. Luigi 1 und 2 bekam ein Remaster auf dem 3DS. Ja, ja, aber für die Switch gibt's nur 3 und jetzt das zweite. Darkest Dungeon 2, auch das ist nach 5 Jahren immer noch... aber das ist jetzt anders. Nee. Ist das jetzt ein neues oder ist es wieder nur ein Update? Ah nee, 2. Ich bin dumm. Okay, okay. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Herzlichen Glückwunsch, Rota J. Classic titles are on the way. Classic 16-bit adventure and team up online. Four Swords. Das heißt, aber Four Swords musste man doch quasi zusammenspielen, sonst war das total blöd. Und das war, glaube ich, eines der unbeliebtesten Zeldas. Okay, okay, gut, gut, gut. Das freut viele, glaube ich. Mature! What? Turok! Mature? Damit die Kinder da nicht draufklicken können? Das ist Turok 1. Geil. Und? Ach, das warst du, Marco. Oh, du Sack, Marco. Ich dachte gerade, das war ein Pokémon-Sound im Spiel, was gar keinen Sinn gemacht hat. Das war ein perfektes Timing. Ja, Perfect Dark. Hätte ich nicht gedacht, dass Perfect Dark ab 18 war. Krass. Nintendo Nintendo 64 Mature. Wie lustig. So, das war aber der Nintendo Online-Stuff, also nichts mit Pokémon, wir brauchen nicht hoffen. Hey, Holzkrafter. Marco, hallo. Sehr gutes Timing. And! Und hier ist Nummer 4 von was ich gesagt habe. Ein Tactical JRPG. Tactical Turn-Based Battles. Ich meine, das sieht aber aus wie Disgaea. Also, der eine Typ sieht aus wie einer aus Disgaea. Aber es ist nicht Disgaea. Disgaea wäre Türme machen. Aber Turok und Perfect Dark ist auf jeden Fall geil. Aber das ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit, dass da Spiele kommen. Die kommen eh viel zu langsam. Die NSO Collection sollte riesig inzwischen sein und es sind 30 Spiele oder so. Phantom Brave, the lost hero, launches on Nintendo Switch next year. Ich brauche noch 3 von solchen Spielen, dann habe ich recht gehabt mit 7 Stück. This one's gonna take you for a ride. Street Fighter? 7 arcade games featuring Marvel and Capcom characters are fighting their way onto Nintendo Switch as one collection. Clash in X-Men vs. Street Fighter. Duke it out in Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Take down the Kingpin in the beat-em-up side-scroller The Punisher and more. Hit up training mode to polish your fighting skills and combos. Select online mode to challenge rivals around the world. Beat'em ups sind null meins. Ich habe hier und da welche gespielt, aber es war einfach nie mein Ding. Aber das ist bestimmt ein Traum für viele Beat'em up Oldschoolers. Verkaufen sich solche Classic Collections eigentlich gut? Ich glaube im Vergleich dazu, wie einfach sie zu machen sind, ja. Weil die müssen einfach nur 10 ROMs auf eine Cartridge packen.
Deswegen wundert es mich, dass es so wenig davon gibt, weil es so einfach einfach ist. Aber ansonsten, ich glaube nicht, dass es super viele sich holen. Aber kein einziges Pokémon-Spiel in Nintendo Switch Online? Doch. Stadium, Snap. Stadium 2. Pokémon ist halt nicht NSO. Pokémon ist Pokémon. Was ist das? Ist das Mario Party? Es muss ja Mario Party sein. Aber das ist komisch. Es sieht so schlecht aus. Ist das wirklich? Ist das ein Update? Das sieht schlechter aus als Superstars. Haben sie auch gerade gesagt, ja, ich höre doch nicht zu. Die kenne ich sogar. Speed Trials, a battle of wits, and more. And some are controlled by gently shaking or tilting your Joy-Con controllers. With over 110 minigames. Okay, das müssen wir uns holen. Ist es komplett neu oder ist es wieder nur irgendwas? Wie sollen jetzt meinen Namen sagen? 20 Spiele. Compete against your rivals and aim for first place. Try your best to come out on top. Wait, there are even more new modes? The biggest Mario Party yet will soon be underway when Super Mario Party Jamboree Super Mario Party Jamboree on Switch, October 17th. Also irgendwie eine Erweiterung, aber auch nicht. Aber das ist neu. Weil Super Mario Party war ja das letzte. Super Mario Party Jamboree desu. Aratana Bodo. Aratana Minigame. Aratana Online no Asobi nado. Mario Party Shijou. Okay. Neues Mario Party ist immer gut. Das ist neu. Oder, warte mal. Nein, das ist... Das ist A Link to the Past im Remake-Style? Das ist A Link to the Past Remake. Das ist der letzte Kampf von A Link to the Past. Warum zeigen die den letzten Kampf von dem Spiel? Das ist kein Remaster, Mann. Das ist ein Remake. Ja, das ist A Link to the Past. Oder Between Two Worlds vielleicht, aber wahrscheinlich A Link to the Past. Oder ganz neu? Also sie haben wirklich die Link's Awakening Engine einfach und jetzt... Ich glaube, es ist A Link to the Past, aber warum... Spielen wir Zelda? Es ist ein Farming Simulator mit Zelda. Echoes of Wisdom, es ist komplett neu. Mehr! Oh, unser Freund. シリーズプロデューサーの青沼です. Du hast recht, wir spielen immer Zelda. Was rede ich da eigentlich? Alter, gerade mal fertig mit Tears of the Kingdom und schon ein komplett neues Spiel, aber es ist die Engine von Wind Waker. Awakening. Das ist auch so einer, der sieht immer besser aus, je älter er wird. Nice. Neues Zelda. Stolen away. Across the vast lands of Hyrule. Aus ist A Link to the Past und ich schätze mal, dass es so eine zweite Dimension ist, wo man hin und her gehen kann, wie in A Link to the Past. Und wir steuern vielleicht Link in der einen Welt und Zelda in der anderen Welt. Das Navi? Okay,
By waving the tri-rod at a table she found, Zelda learned how to create an imitation of it called an echo. This is a farming simulator. Once you learn an echo of something, you can recreate it whenever you'd like. Moment, das ist crazy. Das heißt, die nehmen jetzt so Tears of the Kingdom Sachen in den 2D Zelda rein? Crazy. You can create wooden boxes, old beds. Was mit Menschen? Menschen. Es ist echt voll Tears of the Kingdom Style, so die Welt halt aufmachen. Krass. You might be surprised at what you discover. Menschen. Lass mich Menschen klonen. Even battles will look different. You could pick up and throw a rock echo, for example. That's not all though. You can also create echoes of monsters. Told ya. After doing so, they'll fight by your side. Wie cool. Monsters have different abilities, so choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key after all. Okay, das gelbe Ding nervt mich jetzt schon. Ah, das gelbe Ding hat so drei Dreiecke. Das ist wahrscheinlich dreimal und dann muss man es irgendwie wieder aufladen. Viermal, da hat es vier Schwänzchen. In a Hyrule without Link, the fate of the kingdom is now in Zelda's hands. Ist das das erste, wo man Zelda spielt? So komplett? Mega gut. Ist okay? Hallo? Was ist, das ist nicht nur okay, das ist die Revolution schon wieder hier. Jedes Zelda-Spiel ist eine neue Revolution. 10 Minuten noch? Ja, das ist ja... Mehr braucht's nicht. Das ist ja schon das perfekte hier, Highlight. Es gibt sogar Redeads. Link hinten bei Ganon. Eine Light? Das letzte Mal, dass sie eine Light rausgebracht haben, ist 5 Jahre her oder so. 4 Jahre. Eine komplett neue Light deswegen. Die wollen die Switch-Verkäufe so. Ich glaube aber, hat die Switch Lite nicht schon irgendwie einen Platz 1 irgendwo gekriegt? Let loose and party on. Oh yeah. Heiße neue Tracks. Ich hab mal Just Dance gestreamt. Warst halt nicht da. Pech gehabt. Barco! Dankeschön. Dankeschön für 4 Monate. Doch warst du? Darum ja nochmal. Niemals. Yes, endlich. A new Lego adventure is on the horizon. Yes, it's the world endlich. Of Horizon in Lego form. Ich meine, was haben wir alle uns gewünscht? Ein neues Lego-Spiel in Lego Horizons? Natürlich. Dive deep into the cauldrons. Climb up onto tall necks. And traverse other locations inspired by the original game. But be careful. Das sieht sogar richtig krass aus. Ich finde es faszinierend, wie sie diesen Lego-Look so gut hinkriegen. From the nimble watchers to mighty sawtooths. You might even come across the fearsome Thunderjaw. Oh mein Gott. As you progress, you can help Aloy rebuild her home and customize her appearance with lots of outfits. Oh, and you don't have to explore this vast wilderness alone. Team up with familiar faces from the world of Horizon in 2-player local or online co-op. Mit einem Hai. Lego Horizon Adventures launches on Nintendo Switch this winter. A
hast letzte Nacht von einem Pokémon Lego Legends Teil geträumt. Hey Stray, jetzt auch für die Switch nach 2 Jahren. Stray war cool. Es hat, finde ich, es war ein bisschen überhyped. Es war nett und so. Es war jetzt nicht das Katzenspiel. Wobei, so viele Katzenspiele gibt es auch nicht. Vielleicht ist es das Katzenspiel. Es muss ein Hundespiel her. Gibt es kein Hundespiel? Was ist denn das Katzenspiel? Das mit der Katze. Weißt schon, das eine mit der Katze. Nee, das eine von den Untitled Goose Game Machern. Das ist doch das Katzenspiel jetzt gerade. Es ist auf jeden Fall ein super süßes, nettes Spiel für 5-6 Stunden. Heißt es Cat Quest? Nee, Little Kitty Big City. Genau, so war das. Und das Spiel ist Dog's Life auf der PS2. Im Winter erst? Was? Welcome home, Hobbit. Okay. Irgendwas muss jetzt noch kommen. Link war nicht das letzte, also Zelda war nicht das letzte Spiel. Das ist komisch. Irgendwas muss noch kommen, was irgendwie interessanter ist als Hobbit. Customize your appearance, decorate your home and settle into life in the Shire. Zählt das als JRPG-Takt? Ein Hobbit-Farming-Simulator. And even share a meal. Or 3. Explore, garden, fish, forage, and cook. The best way to build a hobbit community is by hosting a dinner party with your homemade dishes. Wenn es nicht so hässlich aussehen würde, kommt schon, das sieht doch wirklich seltsam aus. Special ingredients for even tastier meals. Friendly hobbits and familiar faces await your arrival when Tales of the Shire launches on Nintendo Switch. A Lord of the Rings game. Du auch und trotzdem sind wir hier. Interrogate, checkmate. Ace. Oder? Ja. Ist das das letzte? Two spin-off games, including a sequel that was previously unreleased outside of Japan, are coming to Nintendo Switch as one collection. Hey, haben wir nicht letztens erst eine Ace Collection gekriegt mit 2 Teilen? Ist wieder kein neues. Salad verarscht uns bloß. Glaubt doch nicht dem Salad. Salad spielt noch nicht mal Pokémon. Also es ist wieder einfach nur ein altes Ace. You'll find character art, music, Ace Ventura. Orchestral arrangements and more. 2 von 10 für die Direct. 9 von 10 wegen Zelda. At any cost. Ace Attorney Investigations Collection launches on Nintendo Switch September 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Aber es ist einfach kein neues. Ist das ein neues? Nee. Ist kein Persona. Oder? Kam doch erst ein Persona raus. After a devastating attack by unknown assailants, Takumi Samino's life gets turned upside down. A mysterious school mascot suddenly appears. Mit einem Gehirn. While Takumi manages to get out of harm's way, he's then forced to enroll at the Last Defense Academy, along with 15 other students. Das könnte Danganronpa sein, ja. Their mission is to defend the school from hostile student enemies for 100 Yo-Kai days. Watch? Nee. Dafür ist es zu brutal. An academy shrouded in secrecy. And the unavoidable loss of allies. Can Takumi survive this 100-day trial, colored by extreme and despair, and return to his... Aber braucht Danganronpa nicht diesen Teddy? Okay, es ist nicht Danganronpa, aber es ist von den gleichen Machern. Ich kann es nicht lesen. 100 Line.
Embark on a saga spanning generations. Da, Nummer 6. 5? 6? JRPG. The full remake of Romancing Saga 2 is marching on to Nintendo Switch. Ist auch ein Remaster, oder? Rule and expand the Empire of Beren across multiple generations while challenging the legendary seven heroes who have turned to darkness. In combat, use returning saga features like glimmers to learn skills and formations to enhance abilities. Turn-based battles have also evolved into timeline battles, where the action order. Wer spielt all diese Spiele? Es ist alles das Gleiche. Features like United Attack can also help with strategy. In Japan spielen das alle. Das sieht interessant aus. Das sieht aus wie ein GameCube-Spiel. Every decision you make will. Und das war Griffeldes. Wascherquill. Safeguard your empire's future and protect your legacy from peril. Otherwise, the vengeful seven heroes may emerge victorious. Ja, wir spielen jedes Pokémon, ist auch immer gleich. Ja, aber es gibt nicht so viele Pokémon wie JRPGs. Wir kriegen alle zwei Jahre vielleicht ein Pokémon-Spiel. Und hier ist in einer Direction sechs JRPGs, die alle gleich aussehen. Romancing Saga 2, dozo otanoshimi ni. ここまで任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。One more thing. 次が最後の映像となります。ご覧ください。Was ist denn jetzt krasser als Zelda? Mario. Cosmic Gear. Metroid? Neo, ne? Metroid Prime 4? Star Fox? Metroid Prime 4? Sie machen's. Das wäre ein Switch 2 Spiel gewesen. Warum bringen die das jetzt? Das ist tatsächlich besser als Zelda. Metroid Prime 4 immer. Aber warum bringen die das jetzt? Das muss für die Switch rauskommen. Die haben doch null Launch-Titel für die Switch 2. Wenn die das jetzt auch bringen schon. Vielleicht für beide Konsolen? Ja, klar, aber du brauchst halt was Neues, damit die Leute die Switch 2 kaufen. Aber Metroid ist halt auch nicht so der Kassenschlager. Mich wundert alles super sehr, weil Mario Party wäre auch ein super Switch 2 Release-Spiel gewesen. Genau wie das Zelda-Ding. Also sie können es nicht abwarten. Metroid Prime 4. Beyond. Nintendo Switch. Ja, das ist ein komplett neues. Metroid Prime 4. Das Neue, das sie seit 6 Jahren oder so angekündigt haben. Aber kein Release. Ich meine, vielleicht kommt es auch 2025. Vielleicht kommt es auch nur für die Switch 2. Aber sie stellen halt das Spiel jetzt schon vor. Und wenn die Switch 2 raus, also angekündigt wird, sagen sie, dass das für die Switch 2 kommt. Metroid Prime 4 Beyond の映像です。大変長らくお待たせいたしました。Ja. ようやく新たな情報をお伝えすることができました。発売は2025年を予定しています。もうしばらくお待ちいただくことになりますが、サムスアランの新たな戦いにぜひご期待ください。今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Da waren Banger drin. Das war keine schlechte Nintendo Direct. Da waren viele Banger drin. Zelda. Allein, dass sie jetzt Metroid Prime endlich verkündet haben seit einem Jahrzehnt. Macht die Direct schon krass. Das Zelda ist krank. Auch wenn Leute vielleicht, wenn man nicht Zelda mag, klar. Aber das Zelda ist immer ein Kassenschlager, ein krank gutes Spiel. Auch wenn ihr es nicht mögt. Zelda ist immer ein gutes Spiel. Lego sieht cool aus. Diese Speedrun Collection sieht cool aus. Dragon Quest für Dragon Quest Fans. Unfassbar geil.
Hello Kitty My Ass. All die JRPGs. Mario und Luigi war ein komplett neues Spiel, was sie gezeigt haben. Donkey Kong Country, was zwar nur ein Remaster ist, aber trotzdem neues neues Donkey Kong Country. Also das war eine gute Nintendo Direct. Wir kriegen ein Nintendo Online Mature Ding. Wir kriegen einen N64 Bereich, der nur für Erwachsene ist. Das finde ich super witzig. Eine definitiv überdurchschnittliche Direct, würde ich auch sagen. Definitiv. Vor allem Mario und Luigi, ja, die haben ein neues Spiel. Vor allem dafür, dass die Switch am Ende ihres Lebens ist. Ich glaube, keiner hat erwartet, dass jetzt so viele neue Spiele hier gezeigt werden, wenn die Switch 1 einfach am Ende ihres Lebens ist. Was eigentlich nur bedeuten kann, dass die Switch 2 definitiv rückwärtskompatibel sein muss. Sonst brauchst du die ganzen Spiele hier nicht vorstellen, jetzt schon. Ich meine, die werden ja wohl nicht sagen, hey, Mario und Luigi kommt nur für die Switch 2. Dragon Quest kommt nur für die Switch 2. Zelda kommt nur für die Switch 2. Das werden sie nicht machen. Also es kann sein. Bei Prime könnte ich mir als einziges vorstellen, dass sie sagen, hey, das kommt nur für die Switch 2. Aber auch da glaube ich es nicht. Dann hätten sie es jetzt nicht gezeigt. Da waren super viele krasse Spiele drin. Ich meine, ich werde keins davon spielen. Aber allein das hier, das finde ich cool. Vor allem hier, wenn hier steht NES Edition, heißt es, es könnte irgendwann eine SNES und eine N64 Edition geben. Das wäre cool. Alle N64-Spiele in einer Edition mit Speedrun und sowas. Die lutschen die Switch 1 halt richtig aus. Ja. Yeah. Switch will nochmal versuchen, die Best-Sailed-Konsole zu werden. Ja. Yeah. Und sie könnten es schaffen. Sword of the Demon King, Dankeschön für 5 Subs. Wo bist du? Hier. Sword of the Demon King, vielen, vielen Dank. Jay Gamer, du bist ein Feueraffe. Feueraffe. Da waren schon einige Banger dabei, ja. Gab schon schlimmere. Da waren aber auch ein paar krasse 0 von 10 Games dabei. Natürlich bei 40 Minuten. Jay Gamer, Tier 3. Dankeschön. Dankeschön. Hallo Daisuke. Und hier Griffel für Sword of the Demon King. $15 million fehlen. Platz 2 ist auf jeden Fall drin. Platz 2 haben sie ja schon. Mit Abstand. Das war schon eine richtig gute Direct, würde ich sagen. 3 komplett neue Spiele. Zelda, Prime. Und wenn man Dragon Quest dazu zählt. Aber das ist halt auch nur ein Remaster. Komplett neue Spiele sind es trotzdem 3 gewesen. Prime, Mario und Luigi und Zelda. 3 komplett neue Spiele. Das ist selten für eine Direct, würde ich sagen. Also First-Party-Spiele. Und 2 dazu kommen auch noch Remaster. Also Mario Dragon Quest und das Donkey Kong Country Remaster. Also ich finde, da muss man objektiv sagen, dass das eine sehr, sehr gute Direct war. Ja. Das war deutlich mehr. Ich dachte, der NDS... Achso, ja, es wird halt geteilt. NDS ist ein Handheld und PlayStation ist eine Konsole. Deswegen wird es, glaube ich, geteilt in der Statistik. Also als Konsole ist die Switch und dann die PlayStation 2. Als Handheld ist es die Switch und dann der Nintendo DS natürlich. Aber ich glaube, in Japan hat die Switch schon überholt. In Japan, nur Japan-Sales, ist die Switch die bestverkaufteste Konsole. Aber die PlayStation 2 weltweit ist drüber. So, jetzt
verlosen wir Monster Hunter Story 1 und 2. Wir machen das ganz schnell und schmerzlos. Steve, hallo. Schon vor ein paar Wochen hat die Switch den DS in Japan überholt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Verlosung. Willst du nicht mitmachen? So, ich mach mal kurz die Kanalbelohnung aus, dass ihr nicht die ganze Zeit mich unterbrecht jetzt. Sandwichkasse, du bist ein Dummiesel. Dynamax, du bist ein Knackse. Stories 1 habe ich schon. Okay, okay. Also ich habe 3 Codes für... Warte, ich mache auf, dass ich das nicht verwechsel. Oma, dankeschön für dein Prime. Also ich habe 3 Codes für Stories 1 für Steam, 3 Codes für Stories 1 für PlayStation und 3 Codes für Stories 2 für PlayStation. Und dann habe ich noch ganz viele kleine Codes für Kostüme, die ich einfach so gebe und der Erste, der sie einlöst, hat sie halt. Weil es sind kleine, so kleine Sachen, die brauche ich glaube ich nicht verlosen. Es ist zu viel Aufwand für ein Kostüm. Sonst habe ich deine Videos gesehen, die sehen aufwendig aus, die sehr aufwendig sind. Dankeschön, Steve, dankeschön. Eins habe ich für den 3DS gesuchtet. Wie Hölle war besser als Pokémon damals für mich? Wie Hölle hast du es gesuchtet? Ja, wir haben hier im Stream Stories zweimal gespielt, als es rauskam. Und ich mochte es sehr. Aber ich habe einfach keine Zeit, was anderes zu spielen als Pokémon. Deswegen sind wir ziemlich schnell wieder zurück zu Pokémon. Aber ich mochte es. Ist halt wirklich wie Pokémon, nur halt in der Monster Hunter Welt. Dann geht's los. Mir ist egal welches, aber eins wäre schön. Also wir machen das so, ich mache das jetzt einzeln in den verschiedenen... Warte, ich mache mir hier eine Liste. Einzeln in den verschiedenen Brackets. Macht bitte, also ihr, wenn ihr keine PlayStation habt, macht bitte nicht mit, wenn ich einen PlayStation-Code verlose. Ihr könnt natürlich auch sagen, doch, ich will den PlayStation-Code, weil meine Freundin hat eine PlayStation und der gebe ich das dann. Das ist natürlich cool. Aber das würde ich sagen, ist okay. Aber macht jetzt nicht extra mit, nur um Code wegzuschnappen, wenn ihr ihn nicht benutzen könnt. So. Ich muss mir kurz hier, dann schreibe ich eure Benutzernamen auf, neben die Codes, dass ich weiß, wer später was kriegt. Okay, wir machen das ganz einfach so wie immer, dass ich ein Giveaway mache. Während ich das einrichte, kann ich im Hintergrund mal den Trailer laufen lassen. Hey Majora. Das ist ursprünglich, glaube ich, ein 3DS-Spiel gewesen, was jetzt remastered wurde für die Switch. Also Stories 1 war ein 3DS-Spiel und Stories 2 ist dann für die Switch rausgekommen. Wo ist mein Giveaway-Knopf? Ah, da. Ah.
2 war das hier. War da Gameplay? Zwei hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, stimmt. Happens hat sau viel 2 gespielt. Hallo Candy. Ja, Rekt ist vorbei. Ja, aber es war sehr gut. Schau sie dir an. Ich hätte vermutet, dass es noch ein Pokémon Remake geben wird. Hätte sein können. Ich meine, das Jahr ist noch nicht vorbei. Kann immer noch kommen, irgendwas. Hallo Zyro. Okay. Also Monster Hunter Stories 1 und 2. Ich habe Codes bekommen von Capcom selber. Ihr könnt jetzt einfach gleich, wenn ich auf den Knopf drücke, Ausrufezeichen Giveaway in den Chat schreiben. Wenn ihr das einmal richtig geschrieben habt, ihr kriegt keine Benachrichtigung oder sowas, es wird alles, ihr seid dann in dem Pool drin und dann drücke ich wieder auf den Knopf und eine Person wird random ausgewählt. Komplett fair, keiner hat irgendwelche Vorteile, so muss das gemacht werden. Und ich drücke jetzt einfach, das allererste, bitte macht nur mit, wenn ihr es auch wirklich haben könnt, haben wollt, Monster Hunter Stories 1 für Steam verlose ich jetzt dreimal. Wir machen das auch sehr schnell. Und ich schreibe, der gewonnen hat, schreibe ich mir auf die Liste und ich schreibe euch später an und dann schicke ich euch den Code. Bitte sagt dann nur Bescheid, ob ihr es auch wirklich wollt und nicht, dass ihr jetzt aus Spaß mitmacht und dann, oh fuck, ich wollte doch gar nicht gewinnen und so, ne? Deswegen, ich öffne das erste jetzt, Monster Hunter Stories 1 für Steam. Danach mache ich es noch für PlayStation. Aber jetzt kommt erstmal nur Teil 1 für Steam. Dann kommt 1 für PlayStation und dann kommt 2 für PlayStation. Macht bitte nur damit, was ihr wollt. Natürlich, wenn ihr jetzt dreimal bei Steam verliert, dann könnt ihr auch dreimal bei PlayStation mitmachen, wenn ihr beides habt. Ich habe immer 3. 3 für Stories 1 Steam, 3 für Stories 1 PlayStation und 3 für Stories 2 PlayStation. Genau, nicht mitmachen, wenn ihr es gar nicht wollt. Nehmt den Leuten nicht die Chance weg. Dann wart's lieber auf PlayStation. Alright, alright, alright. Bisher sind 19 Leute dabei. 19 Leute sind in der Verlosung dabei. Das heißt, die Chance ist 1 zu 19. Ich warte noch ganz kurz. Ausrufezeichen Giveaway, wenn ihr Monster Hunter Stories 1 für Steam haben wollt. Das ist ein Code, den ihr dann bekommt. 1 zu 18, kommt drauf an, wie man es sieht. Ich sage 1 zu 19. 3 zu 19, ja, okay. Okay, 21 Leute sind drin. Ihr könnt immer noch Giveaway machen, während ich drauf drücke. Ne? Erst wenn wir alle 3 gezogen haben, ist es wirklich zu. Die erste Person, die einen Code gewinnt. Ach ja, und ihr müsst eure Twitch-PN-Benachrichtigungen offen haben. Ich kann euch sonst nicht schreiben. Wenn ich später euch schreibe und da steht dann, diese Person kann keine Nachrichten empfangen, dann... Okay, die erste Person, die Stories 1 für Steam gewinnt, ist... Nicknack21. Bitte bestätige noch einmal, dass du dich freust und dass du es wirklich gerne hättest. Damit wir... Cool, danke, nice. Okay, eine Person ist weg. Noch 2. Jetzt habe ich Hunger auf Nicknacks. Was war das nochmal? Die nächste Person, die Monster Hunter Stories 1 auf Steam gewinnt, ist... Feuermite. Bist auch du bereit, den Code zu empfangen später? Feuermite. Bist du da? Warte, wir müssen die Musik anmachen. Oh, danke. Feuermite hat auch gewonnen. Okay.
Und der letzte Code für Steam für Monster Hunter Stories 1 bekommt SquashKörper93. Bist auch du bereit, den Code zu empfangen später? Was sind die Twitch-PNs? Das ist, dass man dir privat schreiben kann. Das ist wie WhatsApp. Ein Chat. Sehr gerne. Das läuft ja großartig. Das läuft ja großartig. Sondern jetzt schon die ersten drei Steams weg. Okay. Reset Giveaway. Jetzt machen wir das Ganze für Monster Hunter 1 PlayStation. Wir machen das wieder dreimal. Wo findet man das? Dynamax, darum kümmern wir uns, wenn das Problem auftritt. Okay, also die ersten drei Gewinner waren Nicknack, Feuermaid und SquashKörper. Ihr drei bekommt Stories 1 auf Steam. Ich werde euch später die Codes schicken. Also bitte geht sicher, dass ihr auf Twitch Nachrichten empfangen könnt von mir. Ansonsten muss ich euch irgendwie finden und ich weiß nicht wie. Wenn ihr sie nicht kriegt von mir, dann liegt es daran, dass ich euch nicht schreiben kann und dann müsst ihr, es bringt noch nichts, dass ihr irgendwas drückt. Warum macht ihr alle Ausrufezeichen Giveaway? Aber ich drück schon mal. Also hier. Jetzt könnt ihr Ausrufezeichen Giveaway machen. Ja, wenn ihr auf jeden Fall heute keine Nachricht mehr von mir kriegt, dann kommt einfach im nächsten Stream vorbei und sagt, hey, jo, du Idiot, du hast mir den Code nicht geschickt. Dann sage ich, hey, jo, du Idiot, du hast keine Nachrichten empfangen können und sowas. Also wir lösen das dann schon. Aber es sollte alles problemlos gehen. So, jetzt machen wir drei Codes für Stories 1 PlayStation. Das heißt, wenn ihr keine PlayStation habt, bringt's nichts mitzumachen. Monster Hunter Stories 1 für die PlayStation. Ich schätze, dass es ein PlayStation 5 Spiel ist, oder? Ist Monster Hunter 1 für PlayStation 5 rausgekommen? Muss ja inzwischen, oder? Monster Hunter Stories. Habt ihr schon in Direct gesehen? Natürlich. Und da waren ja 6 JRPGs für dich dabei, die alle scheiße aussahen, Jesse. Wie fandest du sie? Aber der Rest war cool. Das war eine sehr gute Direct, würde ich sagen. Es ist tatsächlich ein PS4-Spiel, sehe ich gerade. Monster Hunter Stories kam nicht für die PS5 raus, aber jede PS5. Das heißt, wenn ihr eine PS4 habt, könnt ihr auch Monster Hunter Stories spielen. Ihr müsst keine 5er haben. Aber es geht natürlich auch mit der 5er. Es ist halt ein Remaster, hat sich wahrscheinlich auch nicht gelohnt, ein Remaster für eine PS5 zu machen, wenn es schon perfekt für eine PS4 läuft. Es ist ja ursprünglich ein 3DS-Spiel gewesen. Okay, bisher haben 23 Leute mitgemacht. 2 Leute mehr als letztes Mal für PlayStation. Seid ihr alles so kleine PS-Fanboys, so wie ich? Ich freue mich auf Zelda. Ich auch. Geht das nicht auf der PS4? Doch. Hello Kitty wird sich auch geholt. Ja, was war das andere? Also Metroid Prime. Das wird sich geholt. Okay. Die erste Person, die Monster Hunter Stories 1 für PlayStation bekommt, ist Jesse Chuan. Jesse, sei ehrlich, hast du Monster Hunter 1 schon? Du wirkst mir wie eine, die sofort Monster Hunter 1 sich geholt hat für... Nein? Du freust dich? Jesse Chuan gewinnt Stories 1 für die PlayStation. Noch 2 Codes. Nein, gar nicht. Aber du hast sie doch gespielt. Also du hast den zweiten, glaube ich, gespielt, oder? Die zweite Person, die ein Monster Hunter Stories 1 Code für PlayStation bekommt, ist John 12 Then. John 1-2 Then. John. Nimmst du den Code an? Freust du dich? Oder hast du uns nur getrollt? Ja, danke. Nice, es läuft ja wie am Schnürchen. Gar keine Trolls hier, die mich ärgern. Also es kann immer noch sein, dass ihr mich ärgern wollt. Aber dann verheimlicht ihr es wenigstens. Sehr gut. Und die letzte Person, die einen Monster Hunter Stories 1 Code für die PlayStation gewinnt, ist
Steve, 20.000. Steve, 20.000, bist du da? Bist du da? Steve. Steve ist da. Ey, Steve, heute zum ersten Mal hier geschrieben. Direkt abgeräumt. Direkt abgeräumt. Ich schicke euch später die Codes. Auch ihr bitte geht sicher, dass ich auf Twitch euch schreiben kann. Nicknack hat zum Beispiel schon geschrieben. Das könnt ihr auch gerne machen, um es zu testen. Mich jetzt einfach auf Twitch anschreiben, um zu schauen, dass ich das kriege. Dann können wir das direkt klären. Aber ja, das waren 3 Codes für die PlayStation-Version. Dave ist sich wohl nicht ausgegangen, Dave. So, und jetzt kommt Monster Hunter Stories 2 für die PlayStation. Also, nix Steam, no PlayStation, Monster Hunter Story 2 für die PlayStation. Und wer jetzt Monster Hunter Stories 2 für die PlayStation haben möchte, macht jetzt Ausrufezeichen Giveaway. Das sind die letzten 3 Codes und ich glaube, danach poste ich einfach die Codes für die Kostüme rein und ihr checkt die einfach und wer sie kriegt, kriegt sie. Ich weiß gar nicht für welche oder steht gar nicht für was die sind. Wahrscheinlich auch. Hier steht nur Vorbesteller Boni. Kostüm für Naviro. Kamura Mädel-Outfit für Ena. Vielleicht sind die Codes, vielleicht funktionieren die Codes auf allen Systemen. Die hat nicht dazu geschrieben, für welches System die Codes funktionieren. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr das dann einfach ausprobieren. Es bringt jetzt, glaube ich, nichts, Kostümcodes zu verlosen. Aber das machen wir gleich. Zuerst Ausrufezeichen Giveaway. Wieder 23 Leute, die mitmachen. Für Stories 2 auf der PlayStation. Macht nicht mit, wenn ihr keine PlayStation habt. Stories 2 ist, glaube ich, auch ein PS4-Spiel. Lasst das nochmal checken. Wenn ich jetzt gewinne, ende ich als alte Jungfer. Welche Kostüme, sage ich gleich nochmal. Hier steht Monster Hunter Story für PS4, Steam und Switch gibt's die. Also auch Stories 2 ist ein PS4-Spiel. Okay, 24 Leute machen sogar mit. Monster Hunter Stories 2, der erste Code geht an Adraluna. Adraluna, bist du hier? Adraluna, Adraluna. Adraluna, PlayStation Code für Monster Hunter Stories 2. Nice, 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 nice. Adraluna ist da, jawohl. Wir machen schnell weiter. Der nächste Code ist für Sword of the Demon King. GG. GG, juhu. Und der letzte Code für Monster Hunter Stories 2 für die PlayStation geht an Sakura. Hast du nicht vorhin gesagt, ich mache nur beim Zweier mit, weil ich nur das Zweier will? Machst du das nicht? Jetzt denken alle Leute, es ist gerickt. Mini-Nergi für mich. Yep, yep, yep. Das war das, das war das. Okay, Leute. Ich werde diese 9 Leute jetzt. Nicknack, Feuermite, Squashkörper, Jesse-Chan, John, Steve, Adraluna, Sword of the Demon King und Silver Sakura
Euch werde ich anschreiben hier auf Twitch. Bitte geht sicher, dass eure DMs offen sind, dass ich euch anschreiben kann. Wenn nicht, wenn ihr nichts kriegt heute, dann kommt im nächsten Stream vorbei und beschwert euch. Und jetzt habe ich eben noch für Stories 1 Kostüme. Da steht hier Rathian und Rathalos Kostüm für Naviro. Vielleicht ist Naviro die Katze? Nee, im 1er gibt es glaube ich keine Katze. Wer ist Naviro? Ich guck's kurz an. Da muss man den Code eingeben. Das müsst ihr jetzt rausfinden. Hier. Ah ja doch, Naviro ist tatsächlich die Katze. Oh, das ist für Stories 2. Ist Naviro auch in Stories 1? Hier wurde, mir wurde nicht dazu geschrieben, für welche Konsole die Codes sind. Deswegen schätze ich, dass die überall gehen. Muss aber nicht sein. Best Outfits für 2. Kamura und wer ist Ena? Ah ja, Ena ist die Weißhaarige im zweiten Teil. Die kann ein Kamura-Mädel-Outfit. Kamura-Mädel-Outfit. Das ist anscheinend das hier. Das ist anscheinend ein Outfit, das ihr bekommen könnt. Durch den Code, den ich gleich durchgebe. Und das andere... wird mir irgendwie auf Google nicht... Ah, ich glaube, das ist das hier. Nee, aber das ist... I don't get it. Ich mache das jetzt einfach so, Leute. Ich hatte dir einen Sub offline gegeben und wurde vorher nicht eingeblendet. Ist das dramatisch? Das ist nicht dramatisch, aber also, wenn du ihn offline eingibst, dann war ich ja nicht online und dann wird der ja nicht angezeigt. Der kann ja nicht angezeigt werden, wenn du das offline machst. Aber danke, dass du mir einen Sub gegeben hast. Aber ich sehe das, also wir sehen das natürlich nur, wenn du das machst, wenn ich live bin. Okay, ich poste einfach. Machen das jetzt knallhart einfach so. Pass auf. Das ist gemein. Testet mal bitte. Testet mal bitte. Das hier sind Codes für Kostüme für Monster Hunter Stories 1 und 2. Wer Bock hat, kann jetzt eingeben. Mehr Informationen habe ich auch nicht. Also die erste Person, die es schafft, kann vielleicht sagen, wo sie es geschafft hat. Dann können andere es dort auch direkt probieren. Oder ihr alle probiert es jetzt und direkt sind alle Codes weg. Ich kenne es so, dass dies dann die erste Nachricht ist. Nein. Nächsten Monat kannst du auf Teilen drücken und dann ist es die nächste Nachricht. Aber du hast offline gesubbt, dann sieht man das nicht. Stabilo, dankeschön für 19 Monate. Das sind mehrere, das sind mehrere. Da wo ein Bindestrich dazwischen ist, das ist einer. Und wenn kein Bindestrich dazwischen ist, dann ist das... ne, dann ist das der nächste. Das kriegt ihr schon raus. Ein bisschen Schwierigkeit muss ja dabei sein, dass jetzt nicht jeder sofort jeden Code hat. Wir machen mal das wieder aus. Steam ist es nicht.
Steam ist es nicht. Dann wahrscheinlich PlayStation. Sakko hat mich auch angeschrieben. Ja, ich schicke euch später die Codes. Oh, Fjordian, dankeschön für 64 Monate. Weil Steam Keys haben 16 Zeichen. Steam Keys haben 16 Zeichen. Dann muss ich dich enttäuschen, denn auch der Steam Key für Stories hat nicht 16 Zeichen. Also ich glaube nicht, dass Steam 16 Zeichen haben muss. Weil die Stories Keys, die ich jetzt hier habe, haben auch 15, oder? 15. Steam hat mehrere Formate, was die Inhalte angeht, glaube ich auch. Sollten PlayStation-Codes sein. Ja, 444. Also dann gebt die PlayStation-Codes mal ein. Und wer welche kriegt, kriegt sie. Ansonsten sind die Codes weg. Fjordian, vielen, vielen Dank für 64 Monate. Und Jesse, Dankeschön für 100 Bits. Zeichen. 15. Guten Durst, hab nichts zu trinken. Verdammt. Scam. Das ist normal. Du bist hier im Internet. Get scammed. Party People. Also ich poste die Codes nochmal. Das sind Codes für Monster Hunter Stories 1 und Monster Hunter Stories 2. Gebt die ein auf PlayStation, um Kostüme zu bekommen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wir haben gerade die Spiele selber verlost. Aber das sind noch Kostüme, die ihr auch so haben könnt. Wenn ihr schnell genug seid. Alright. Tatsächlich werde ich jetzt auch gar nicht mehr groß lang streamen. Außer euch liegt irgendwas auf dem Herzen, was ihr mit mir teilen wollt. Sowas wie, Leo, es war so schlimm ohne dich. Ich habe 2 Wochen lang nur da gesessen und nach vorne und nach hinten gewippt. Und die Stunden gezählt, dass du wieder da bist. Nur, dass du dann wieder direkt offline gehst, du Sack. Ja. Das Leben ist hart. Wir haben dich extrem vermisst. Genau das. Wie lief's mit Giratina? Ah. Warst du im Urlaub? Ja. Jesse-chan hat das eine Kostüm für PlayStation eingelöst. Nice. Kannst du GTA 6 verlosen? Jetzt. Ja, warte kurz. Ich mach's gleich. Blue Fersan. Gerne. Dankeschön. Wirst du oder würdest du Garden of Banban spielen? Was ist Garden of Banban? Garden of Banban, was ist das? Wie kommst du auf dieses Spiel? Was ist das für ein random Spiel? Was ist für ein random Spiel? Warum soll ich dieses Spiel spielen? Nein, werde ich nicht spielen. Leo, es war so schlimm ohne dich, nur um zu sehen, dass du wieder offline gehst, du Sack. Ja. Hättest du Interesse an Digimon Games? Auch nicht wirklich. Aber definitiv mehr als an Garden of Banban. Ein Horrorspiel, das kein Horrorspiel ist, klingt richtig verlockend. Hallo Lex, Nintendo Direct war wieder richtig shit. Warum? Lex, ist das dein Ernst? Die war extrem gut, objektiv betrachtet. Mario und Luigi, Metroid Prime, Donkey Kong Country, neues Mario Party, neues Zelda, Dragon Quest 1, 2 und 3, diese Speedrun Collection ist geil,
Und die Mature N64 Collection ist auch cool. Also, auch wenn ich so gut wie nichts davon spielen werde, finde ich objektiv gesehen, war sau viel dabei. Ja, die großen Klassiker, aber diese anderen Spiele mit Gamecube-Grafik. Ja, ja, klar, aber wenn du 40 Minuten füllen musst oder willst mit Zeug. Klar, diese JRPGs waren schon wieder alle Gamecube-Grafik und was denkt sich Square Enix, frage ich mich da. Aber trotzdem hatte diese Direct hatte einfach drei komplett neue Spiele, First-Party-neue Spiele. Richtig krass. Und vier mit Mario Party. Und drei richtig krasse Remaster. Donkey Kong habe ich gesagt, Donkey Kong Country. Also, ich finde, das war eine sehr gute Direct. Und Hello Kitty. Ich dachte, wir bekommen Infos zu Little Nightmares. Wenn dann zu Hollow Knight. Hätte mir ein Donkey Kong 64 gewünscht. Das ist komisch, dass es das nicht gibt auf der NSO bisher. Aber wahrscheinlich gehört es noch Rare. Donkey Kong 64 gehört ja Rare und die müssen denen die Lizenz abkaufen wahrscheinlich. Deswegen gibt es immer nur Country. Ja, das neue Mario Party sah auch echt cool aus. Stand da ein Release dabei? Also Adraluna, du hast mich noch nicht angeflüstert. Steve hat mich angeflüstert, Jesse, Sakura und Nicknack. Aber ich flüstere euch auch später an. 17.10. Okay. Metroid sah aus, als käme es für die nächste Nintendo-Generation. Na, so krass fand ich die Grafik auch nicht. Also die Grafik war so gut wie das Remake vom ersten Teil. Aber das ist bestimmt ein Kandidat, der definitiv auch auf der zweiten Switch laufen wird und dann vielleicht ein bisschen besser. Ich freue mich trotzdem für die das, was dabei war. Mich frustrieren persönlich immer die Turn-Based Games, weil ich das einfach nicht mag. Ja, ich habe davor auch gesagt, ich wette sieben taktische JRPGs werden kommen und es waren, glaube ich, 6. Aber ich habe mich um eins vertan. Ah ja, mein Urlaub war schön anstrengend. Ich war in der Toskana also zu 8 waren wir auf einem Haus, wo unterm Haus auf einmal ein Rohr geplatzt ist und dann kam der Klempner und dann stank das, dann hat er den Boden aufgerissen und stank das ganze Haus nach Gülle. Aber wir kriegen ein bisschen Geld zurück von dem Ganzen. Das hatte jemand gefragt, was das Haus kostet. Das Haus war für eine Woche 3.300 Euro, aber wir waren zu 8 und man kann zu 10 drin sein. Was wiederum geht. Und es ist wunderschön gewesen. Aber ja, ich habe tatsächlich, dafür, dass ich keinen Alkohol trinke, relativ viel Alkohol getrunken. Ich habe Campari Orange wieder für mich entdeckt. Ich werde ein komplettes Patreon-Video machen, wo ich auch Bilder zeige von meinem Urlaub. Aber es war halt Urlaub. Es war halt einfach anstrengend, weil meine Freunde gerne Schlager hören und ich Schlager hasse. Und dann stehen die da die ganze Zeit und dann sind wir wieder bumsbar. Und ich dachte, oh mein Gott. Immer diese Pay-to-Win-Creator, genau. Platschwanzgecko, dankeschön für 2 Monate. Ich habe tatsächlich keine Fotos gemacht, nee. Aber die anderen. Ich werde euch auch keine viele Fotos zeigen können. Ich werde euch nur den Ausblick zeigen. Oder unser Auto ist mal auf einem Hang stecken geblieben. Das kann ich euch zeigen. Aber, ja. Nee, es war ganz normal. Ich habe Sonnenbrand gehabt. Dann habe ich mich danach in den Schatten verzogen. Und der Sonnenbrand... Ich glaube, ich hatte einen Sonnenbrand, eine Sonnenallergie und einen Sonnenstich. Alles auf einmal. Mein ganzer Körper hat für 3 Tage durchgehend gejuckt. Und dann kamen noch Moskitos dazu. Aber es war erholsam.
Eine Sache kann ich noch erzählen. Allgemein, ein sehr deepes Thema, Leute, ein sehr deepes Thema. Allgemein bin ich jemand, der sehr, sehr schwer einschlafen kann. Also ich schlafe immer super schlecht ein. Ich brauche immer so 3 Stunden zum Einschlafen. Weswegen ich meistens erst um 4 Uhr morgens ins Bett gehe, weil dann ich so erschöpft bin, dass ich nicht mehr 3 Stunden zum Einschlafen brauche. Aber würde ich um 1 ins Bett gehen, würde ich um 4 erst einschlafen. Und es liegt daran, und da werdet ihr euch wahrscheinlich alle auch selber entdecken dabei, dass wir inzwischen, die Menschheit, so voll gebombardiert wird mit Medien, dass unser Brain, unser Mind, unser Leos Mind, einfach den tagsüber die ganze Zeit geballert wird. Ja, wir ballern durch. Wir gehen auf die Toilette, TikTok. Wir gehen von A nach B, TikTok. Wir gehen spazieren, Pokémon Go. Wir hören Podcast, wir hören Musik. Ich habe immer gesagt, heutzutage gibt es keinen Grund mehr, sich zu langweilen. Also hör auf zu sagen, oh, ich langweile mich so. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu langweilen. Das ist aber negativ. Es gibt wirklich keinen Grund mehr, sich zu langweilen, weil man jederzeit alles holen kann und sich mit Medien einfach zuballern kann, die man sogar so sofort vergisst. Und da unser Gehirn, bei mir ist es auf jeden Fall so, den ganzen Tag am beschäftigt wird, du bist die ganze Zeit beschäftigt, weil du einfach dein Gehirn keine Auszeit gönnst. Sobald du schlafen willst, hat dein Gehirn endlich Leerlauf und denkt an all die Sachen, die es gedacht hätte, wenn es mal Zeit hätte. Deswegen muss man sich tagsüber eine Stunde Zeit nehmen, um sich zu langweilen. Und das habe ich 2 Wochen lang jetzt echt gemacht. Ich habe auch Giratina gescheinhantet, es kam nicht, sonst hätte ich es euch schon längst gezeigt. Ich hatte ein DS dabei, ich habe Kontaktebene gemacht für Garados, Level 1 Garados, was wir wahrscheinlich morgen anfangen werden. Weil ich habe Level 100 bis morgen auf jeden Fall. Das habe ich ein bisschen hier und da gemacht, aber die meiste Zeit trotzdem saß ich einfach nur da mit einer Zigarette und einem Kaffee oder einer Zigarette und einem Campari oder mit einer Zigarette und einem Eistee am Pool, im Schatten, keine Ahnung, irgendwo und habe einfach nicht mal Musik gehört, nicht mal mich unterhalten, also auch natürlich, aber die viel Zeit einfach nicht mal gelesen. Ich habe gelesen nur auf dem Hinflug und auf dem Rückflug. Ein komplettes Buch durchgelesen. Check. Ich will dieses Jahr 6 Bücher lesen und ich bin bei 4 jetzt. Sehr gut. Läuft. Das ist wirklich mein, dass ich mich komplett leer gedacht habe, habe ich das Gefühl. Und das hat sich gut angefühlt. Einfach mal sich langweilen. Und ich habe mich noch nicht mal gelangweilt. Ich saß einfach da und habe über alles Mögliche gedacht. Noch nicht mal Schlechtes, Gutes, vollkommen egal. Einfach mich gelangweilt und es hat sich verdammt gut angefühlt, sich zu langweilen. Ich weiß gar nicht, es ist voll seltsam, wie ich das beschreiben kann. Weil früher habe ich es gehasst, mich zu langweilen. Da saß ich da und dachte mir, ich sollte jetzt mindestens einen Gameboy in der Hand halten und Shiny hunten. Aber ich hatte den Gedanken nicht. Ich habe einfach nur... Ich saß einfach da, die Sabber lief runter und habe meinen Kopf leer gemacht. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Und deshalb kann ich nur jedem zu empfehlen, langweilt euch. Weil ich habe langsam das Gefühl, ich werde verrückt. Ich bin kurz davor, TikTok zu deinstallieren. Ich sollte das machen. Weil das ist, glaube ich, die Wurzel allen Böses. Alles Bösen. Ich war arbeiten, was habe ich verpasst? Alles. Neues Zelda-Spiel, neues Mario Party-Spiel, neues Mario-Spiel, neues Metroid Prime-Spiel. Du hast alles verpasst. Das nennt man chillen. Ja! Aber es war ja sogar noch mehr, weil chillen kann auch sein, dass du ein Buch liest oder Musik hörst. Es war einfach nichts, es war einfach Stille so. Es war noch mehr als chillen, es war wirklich langweilen und es war gut. Und nichts zu Pokémon. Jeder, der Pokémon erwartet hat, wurde ins Gehirn geschissen. Hab gar kein Social Media mehr. Ich benutze ja auch kaum Social Media. Ich würde TikTok nicht als Social Media bezeichnen. Ich würde YouTube auch nicht als Social Media ist, wenn du... Wobei TikTok kann auch Social Media sein. Social Media ist für mich, wenn du interagierst mit Leuten. Wenn du etwas nur passiv konsumierst, ist es für mich kein Social Media. Aber ja, es ist natürlich trotzdem Social Media. Kommt ein Reaction-Video auf YouTube? Der heutige Stream wird einfach auf YouTube hochgeladen.
auf dem Archivkanal, Leos Archiv. Ja, Twitch ist auf jeden Fall Social Media, finde ich, weil du sozial interagierst mit Leuten. Was du auf Instagram auch machen kannst. Ne? Du machst einen Post und kommentieren Leute drunter und so weiter. Deswegen, du kannst es auch auf TikTok und du kannst es auch auf YouTube machen. Aber ich finde, sowas wie YouTube ist nicht prädestiniert Social Media. Es ist eher ein Video und du schaust es an, weil Netflix würdest du auch nicht als Social Media bezeichnen. Und YouTube ist quasi wie Netflix, nur dass du halt drunter interagieren kannst. Ja, sobald du eine Kommentarfunktion hast, ist es Social Media, aber deswegen meine ich ja, ich würde da das nicht als Social Media sehen, weil das halt nicht typisch ist. Oder ich konsumiere es zumindest nicht so. Liest du alle YouTube-Kommentare? Ja. YouTube hat eine Funktion, dass du jedes Kommentar siehst, dass du nicht, auf das du nicht reagiert hast. Und die gehe ich immer durch. Jeden Tag. Und solange das Kommentar auf das Kommentar reagiert werden kann, mache ich das. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe meinen Shiny immer noch nicht gefunden, dann weiß ich nicht, was ich da kommentieren soll. Herz. Mann, dieses scheiß Spiel, ich finde immer noch kein Shiny. Herz. Hat jetzt letztens jemand geschrieben. Boah, dieses Brüten-Video, das hast du echt gut erklärt. Nächstes Kommentar. Ich bin jetzt schon bei 300 Eiern, es ist noch kein Shiny da. Scheiß Spiel, ich hab's deinstalliert. Herz. Du hast gestern Cap Pikachu gefunden. In Shiny. GG. Hallo Radqua. Ja, ich glaube, ich werde TikTok deinstallieren. Es gibt halt ein paar echt gute Sachen auf TikTok, die echt Bock machen und Spaß machen. Aber inzwischen habe ich fast alles auch auf YouTube Shorts gefunden. Und bei YouTube Shorts ist definitiv weniger Schrott dabei. Ich finde, YouTube Shorts funktioniert um einiges besser. Ja. Deswegen. Ich habe sehr mich entspannt im Urlaub. Hab Sonnenbrand des Lebens auf den Füßen gekriegt, obwohl ich mich eingeschmiert habe. Sehr, sehr schmerzhaft, sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe Giratina nicht gefunden, obwohl ich locker 1000 Resets gemacht habe. Aber ja, ist jetzt auch nicht so viel. Auf den Füßen, ja. Wer schmiert sich denn schon auf den Füßen ein? Du spielst gerade Cult of the Lamb. Dachte immer, das sei ein reines Twitch-Interaction-Game. Nö, musst du nicht. Es hat halt die Option. Das ganz normale Spiel. Oh, geil, Marco. Sehr erholt siehst du aber nicht aus, wie du da sitzt. Hallo, ich bin voll braun. Siehst du das nicht? Ich bin voll braun, oder? Du bist rot. Nein, ich bin braun. Warum sehe ich nicht sehr erholt aus, wie ich da sitze, Itako? Das ist voll die Beleidigung. Warum sehe ich nicht erholt aus? Wie sieht denn jemand erholt aus? Du glaubst, ich komme jetzt mit Sonnenbrille und so einem Schirm. Würde ich dann erholt aussehen? Achso, deswegen. Wo ist die Aufstehfunktion? Weg. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank. Erholt ist gleich frisch, vital und voller Energie. Danke. Was ist das? Weißt du, jetzt sorgt sie dafür, dass ich aufstehe, um diese scheiß Kamera aufzumachen. Mein Origin Dex Gen 2 sind mittlerweile auch fertig und Gen 3 ist auch auf gutem Wege. Nice, sehr, sehr gut. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nie frisch, vital und voller Energie. Doch wahrscheinlich mit 10 oder so. Du erinnerst dich nur nicht dran. Ich habe aber sehr viele neue YouTube-Video-Ideen. Und dazu komme ich jetzt auch, deswegen komme ich jetzt auch zu einem Punkt, der euch nicht gefallen wird. Ich werde, und Happens wird mich jetzt verfluchen. Ich werde, glaube ich,
Ich sage jetzt glaube ich, weil ich nie mich festlegen möchte. Ich glaube, ich werde meinen Twitch-Zeitplan komplett abschaffen. Weil dieses ständige, heute muss ich um 16 Uhr online gehen. Und dann sitzen wir hier, ich mache 4 Stunden eine Shiny-Hand, nichts passiert und ich gehe wieder offline. Ist kacke. Macht keinen Spaß. Außer ich finde das Shiny, dann macht es Spaß. Aber wann habe ich das letzte Mal ein Shiny gefunden? Im Stream. Ewig. Peace out. Deswegen werde ich wahrscheinlich, ich werde es auf Discord aber nochmal genauer schreiben. Ich konzentriere mich mehr auf YouTube und Patreon. Ich habe einige YouTube-Video-Ideen, die ich einfach so machen kann, ohne jetzt ein Shiny unbedingt zu benötigen. Und ich werde immer nur dann streamen und online kommen, wenn ich Bock habe und was zu machen habe. Und nicht gezwungen, jeden Tag, um dann was zu machen, worauf ich in dem Moment eigentlich gar keinen Bock habe. Das merkt ihr dann, dann bin ich genervt, dann maule ich euch an, dann freut ihr euch, dass ich jemand Fremdes anmaule, aber wenn es euch selber trifft, freut es euch nicht mehr so sehr. Solange du nicht vor 14 Uhr anfängst, nee, glaube ich nicht. Achso, dachte du bist immer genervt? Ja, weil ich immer genervt bin, live zu gehen. Und deswegen will ich keinen fixen Zeitplan haben. Was schlecht ist, das weiß ich. Ich habe das immer gepredigt, dass Leute einfach regelmäßig zur gleichen Zeit online kommen müssen. Einfach Mittagsschlaf, alles gut danach. Nee, Mann. Mittagsschlaf fuckt mich ab. Late-Night-Streams, vielleicht. Wir werden immer noch es wird alles genau wie immer sein. Pokémon. Wir werden immer noch unsere Projekte haben. Ich habe meine Projekte. Und wenn ein Projekt live machbar ist, dann werde ich das mit euch live machen. Wie Origin Dex Gen 6, wie Gyarados Level 1 finden, wie Shiny Hunten. Aber ich mache das halt dann, wenn ich es brauche, also wenn ich es machen muss. Und wenn ich vor allem Bock habe, es gerade zu machen. So zum Beispiel kann ich Origin Dex Gen 6, könnte es einfach sein, dass ich um 9 Uhr abends live komme und ich streame ein bisschen Gen 6 und spiele das und zeichne das auf und wir spielen zusammen Gen 6. Weil ich da jetzt einfach Gen 6 machen will. Aber morgen werde ich zum Beispiel bestimmt Gyarados Level 1 suchen und hoffentlich finden wir es. Es wird alles genauso sein, nur dass ich halt spontan online komme. Und spontan heißt auch, dass ich es mindestens 1-3 Stunden vorher auf Discord ankündige. Ich werde nicht einfach nur live gehen, vielleicht schon. Aber ich werde auf Discord einfach sagen, hey yo, heute komme ich online um so und so viel Uhr und wir machen das. Aber ich werde nicht einfach jeden Tag, so wie jetzt, zur gleichen Zeit online kommen und hoffen, dass was passiert. Sondern mehr Struktur, mehr Projekte genau so streamen. Für YouTube. Ja, wenn ich sehe, bin ich halt down. Wenn nicht, dann nicht. Genau. So sollte es live sein. Fokus auf YouTube. Und das, was ich für YouTube brauche, nehme ich live auf Twitch auf. Wenn es denn interessant ist. Wie morgen Gyarados. Ich werde heute noch ein paar Kontakt-Level, Baum-Level grinden. Und dann sollte ich auf Level 100 sein. Ich bin gerade auf 97, aber inzwischen dauert es ein bisschen, bis ein Level-Up kommt. Deswegen sollte ich Level 100 heute schaffen. Und dann habe ich die besten Wahrscheinlichkeiten, einen Gyarados auf Level 1 in der Naturschutzzone zu bekommen. Das werden wir morgen machen. Aber das sind halt wirklich Projekte mit einem Ziel. Ich will nicht einfach nur online kommen und dann so, okay, was machen wir? Fuck, okay, ich resette 4 Stunden lang Deoxys. Wobei wir das auch noch machen werden. Es muss kommen. Wo bin ich bei Deoxys? 24.600. Oh. Was soll denn das? Was soll denn das? Moment mal, sehe ich das richtig, dass wir unser Daily Sub Goal erreicht haben?
Warum sagt ihr nichts? Leute, ich muss noch ein Giveaway machen. Ich muss noch ein Giveaway machen. Geht noch nicht. Umso mehr gehen, desto besser für die, die bleiben. Moment, ich stelle es ein. Shiny. Warte. Doppeltes Shiny. Ausrufezeichen Giveaway. Jedes Mal, wenn wir unser Daily Sub Goal erreichen von 20 Subs an einem Tag, verlose ich am Ende von diesem Stream eins meiner doppelten Shinies. Welche doppelten Shinies es sind, könnt ihr auf dem Link sehen über der Nachricht. Die ist natürlich nicht super aktuell, also es kann sein, dass da welche nicht mehr dabei sind. Aber ich starte gleich mein Home und dann zeige ich euch das. Und so wie davor auch, es ist komplett random. Jemand von euch wird jetzt eins meiner doppelten Shinies sich aussuchen dürfen. Ihr dürft aussuchen, welches es ist. Ich zeige euch auch die OT und das Wesen. Aber gehen wir einfach mal in Home rein. Geht das? Habe ich irgendwas falsch? Sollte instant gehen. Yay. Es gab ein Update? Von Home oder von System? Okay. Außer sein Giveaway, Leute, es sind noch viel zu wenige. Ihr könnt doch nicht 5 Leuten eine 1 zu 5 Chance geben. Wollt ihr keins meiner Shinies haben? Viele davon sind nicht von mir. Aber viele davon sind von mir. Wie viel habe ich inzwischen? 1130. Oh, stimmt, und ich muss auch noch meine Dexes fertig machen. Eieiei. Was ist jetzt hier? Backup? Es gibt kein Backup bei Home. Seit wann? Okay. Ich bin mit einmal Gewinn happy. Soll ich sich noch wer anders freuen? Okay, okay. Also, die Kostümcodes. Ne? Ich hoffe, ihr habt die alle probiert und eingelöst, die Kostümcodes. Muss man Nintendo Plus haben dafür? Ja, du musst mit mir tauschen können. Sonst, naja, ist schwierig, ne, zu tauschen. Online. Geht irgendwie bestimmt auch ohne, weil man kann über Pokémon Home tauschen. Ich glaube, dafür braucht man kein Nintendo Online. Aber Pokémon Home Tausch ist nervig, weil dann muss man sich befreunden und so weiter. So, ich muss kurz meine Kamera wegmachen, dass ihr das hier seht. Wo sind die? Oh, ich habe übrigens Flambirex nicht gemacht, weil ich im Urlaub war. Aber nächste Woche ist, glaube ich, nochmal Flambirex. Kein Switch 2 Kommentar unter der Direct. Hey, vielleicht haben sie es alle mitgekriegt. Ich habe für 1 und 2 jeweils den letzten Code einlösen können. Nice. Also, das ist hier mein Burma Dame aus BDSP, schlüpfte aus dem 4. Ei letztens und ich Idiot habe es entwickelt, bevor ich die Form gewechselt habe. Und deswegen ist es jetzt eins, was ich nicht mehr brauche. Bin so sauer. Wusstet ihr das? Du kannst die Form von Burma Dame nicht ändern. Aber von Burmi schon. Gott, das weiß doch niemand. Naja, das hier sind alles Doppelte, die ich nicht brauche. Einige Carpadore. Einige sind von mir selber. Andere sind von Saitama zum Beispiel. Dieses W ist von Birex. Ja, muss ich machen. Sonst wäre es das erste, was ich verpasst habe. Einige Shinies, die ich nicht mehr brauche. Warum ist da ein Meteno? Anton. Ah, das ist nicht von mir. Ah, das war auf einem... Ah ne, das hat mir jemand gegeben als Danke für das Wuffels. Genau. Alle Shinies, die ich nicht mehr brauche. Ausrufezeichen Giveaway. Ausrufezeichen Giveaway. Ich verschenke jetzt eins, nicht die hier.
Ich verschenke jetzt eins von diesen Doppelten hier an. 5 Leute haben bloß mitgemacht. Ihr Schweine, ihr enttäuscht mich. Aber okay. Umso leichter für die 5 Leute. Und die eine Person, die ein doppeltes Shiny bekommen wird, ist Sandwichkatze. Hast du dir eins ausgesucht? Sandwichkatze. Hast du dir eins ausgesucht? Was hättest du gern? Was willst du? Vielleicht ein Gortrom von Happens? Oder ein Patinaraja von Mivo? Oder ein Bummels von mir? Oder ein Omod von Happens? Oder ein Donphan von Mauri? Waumboll, das sollte von mir sein. Das ist nämlich aus einem Ei geschlüpft, das ich zu viel hatte. Nur wo war es? Waumboll, da. Das sollte leer sein. Das ist meins. Aus Schwert und Schild gebrütet mit dem Wesen zart. Hättest du es gerne? Dann bitte Kamesin oder Popo starten und Nintendo Online haben. Hast du ein weiteres Giveaway gestartet? Nee. Das ist nur so lang, bis wir es gemacht haben, ist es nicht geschlossen. Falls es jetzt nicht klappt, kann ich direkt weitermachen. Es gibt nur eins. Ihr könnt immer noch Ausrufezeichen Giveaway machen, aber wahrscheinlich wird jetzt Sandwichkatze dieses Wormball annehmen und dann ist alles fertig. Zarte Baumwolle. Oh, Wormball ist ein schönes Shiny. Die Entwicklung ist noch schöner. Mit dem... Ah ne, warte mal. Baumboll wird zu Elfhuhn, ne? Aber Elfhuhn? Ich denke gerade an das... Ne, das ist... Warte mal. Ist Baumboll... Wird Baumboll zu Elfhuhn? Schon, gell? Ich meinte gerade, dass aus Gen 8 diese rote Blume, die wird nämlich so geil magenta. Die ist geil. Wird zu Elfhuhn mit Sonnenstein, ja. Was ist denn dann... Achso, diese... Die sehen sich schon ähnlich. Waumboll und tatsächlich dieses... Diese Pusteblume. Kotoni, genau. Kotoni ist in Shiny auch sehr schön. Aber Elfhuhn auch. Also beziehungsweise, ja, Elfhuhn. Elfhuhn kriegt doch so blau dann. Was habe ich hier gemacht? Ah ja, ich habe Pokémon gesucht für den Pokédex. Ich habe ja jetzt den Pokémon Home Dex wirklich komplett fertig, bis auf Let's Go. Dafür muss ich Let's Go nochmal komplett von Anfang an starten, weil mir die Fossilien fehlen mir. Also ich muss es nochmal und Arktos komischerweise. Ich habe Arktos in meinem Spielstand gefangen. Es ist nicht mehr da. Aber es ist nicht in Home registriert als Arktos aus Let's Go. Also ich muss es irgendwo anders hingepackt haben oder jemandem geschenkt haben. Ich habe kein Arktos in Let's Go. Und dann habe ich ein bisschen probiert, weil die Vögel können ja in Gen 1 erscheinen einfach in der Wildnis. Die Wahrscheinlichkeit ist aber 1 zu 2000. Und ich habe zufällig einen Lavados gefunden und da dachte ich mir, hey, Arktos kann ja nicht so schwer sein. Und dann stand ich da stundenlang und habe gehofft, dass irgendein weiterer Vogel erscheint, nix. Und dann habe ich auf Serebi nachgeschaut, 1 zu 2000. Bin gerade im ersten Kampf des Rüstungsexes, aber der ist gleich um. Ich hätte... Ach, dann... Ich glaube, es dauert gleich lang. Ob ich jetzt zu Schwert und Schild wechsle, damit du nicht wechseln kannst, oder dass du wechselst aus Kamesin und Popo, ist, glaube ich, dauert gleich lang, oder? Hobbs brauchst den Shiny neben einem Bus schon mies. Na, es geht. Augen auf. Ich komme. Und deswegen, ich weiß, ich könnte, aber da ich sowieso die Fossilien nochmal holen muss, weil die sind nicht in der Wildnis zu finden natürlich, kann ich auch direkt auf die Seeschauminsel nochmal und Arktos holen. Weil da stehen und darauf warten, dass 1 zu 2000 in der Wildnis erscheint und dann muss es auch noch Arktos sein und nicht Lavados und Zapdos? Nee.
Das habe ich dann aufgegeben, sehr schnell. Wir warten noch auf Sandwich-Katze. In der Zeit könnte ich noch was erzählen. Was könnte ich noch erzählen? Ah ja, ich habe Epilog angeschrieben. Die Leute, die den... Also ich habe Analog angeschrieben. Nee. Epilog. Analog, Epilog. Ich habe Epilog angeschrieben, die den GB-Operator gemacht haben. Weil die haben jetzt ein Update rausgebracht, dass die GB-Operators... dass du mehrere GB-Operators gleichzeitig steuern kannst, sodass du Shiny Hunten kannst. Die haben das sogar vermarktet für Shiny Hunter. Deswegen habe ich die angeschrieben, diesmal in Voraussicht. Hey, ich habe da ein Video gemacht, das ist super gut gewesen und Leute haben sich wegen mir den GB-Operator gekauft und ich will jetzt wieder eins machen, weil ich jetzt das Update rausgebracht habe für Shiny Hunter. Wie sieht's aus? Gibt es einen Affiliate-Link, kriege ich vielleicht ein, zwei umsonst von euch geschickt, weil ich muss mir ja noch einen kaufen, um das zu testen. Ich habe ja nur einen und mit einem kann ich nicht viel testen. Ich hoffe, die antworten relativ schnell. Ich hoffe, die Antwort ist positiv, dass sie sagen, ja, hier, 1 Million Euro nur für dich. Danke, dass du uns 20 GB-Operators-Verkäufe gebracht hast. Ja, weil ich will ein Video natürlich machen, wie man mit dem GB-Operator Shiny huntet in Gen 3. Gibt es irgendwann einen DS-Operator? Ich glaube erstmal nicht. Dafür müsste DS noch mehr Retro werden. Aber wird es natürlich irgendwann sein. Die arbeiten jetzt erstmal am NES-Operator, SNES-Operator, N64-Operator. Und dann irgendwann ist sicher auch ein DS-Operator auf der Speisekarte, aber... Da ist es tatsächlich einfacher und günstiger, einfach wenn du einen DS hast, den zu modden. Weil der DS ist ja dann ein Operator. Ich meine, also zumindest kannst du dann alles machen. Natürlich nicht auf dem PC spielen. Deswegen wäre ein Operator nochmal besser natürlich. Als einfach ein gemoddeter DS. Ich habe mir auch einen wegen dir gekauft. Ja, das hätte ich nicht erwartet, dass so viele das wegen mir kaufen. Okay, wir... Ist das der Punkt? Ich sehe nichts. Nope. Das war Wundertorsch. Hier ist der Punkt. Das Passwort ist dann 69692424. Hatte mir auch eingeholt nach dem Video. Ich hätte so viel Kohle machen können. Allein wenn ihr den auf Amazon verkaufen würden, wäre es schon so einfach für mich. Dann würde ich jedes Mal 10% mindestens kriegen. Aber vielleicht sagen sie ja, ich glaube nicht, dass sie einen extra Affiliate-Link einrichten, weil ich habe noch nie einen Creator gesehen, der einen Affiliate-Link hatte für Operator, für Epilog. Ich wollte noch einen kaufen, warte dann eher das zweite Video ab. Oh. Ich glaube nicht, dass ich einen Affiliate-Link kriegen werde. Ich glaube, wenn, dann kriege ich einen oder zwei Operator geschickt, damit ich das Video leichter machen kann. Was auch schon mal ein Geldersparnis ist natürlich, weil ich dann keine 120 oder 60, 70 Euro ausgeben muss. Am Endeffekt ist es sowieso eine Business-Ausgabe. Am Endeffekt, wenn ich einen Affiliate-Link hätte, würde ich Geld verdienen, das ich sowieso versteuern müsste. Ich weiß nicht, was finanziell besser wäre. Affiliate-Link wahrscheinlich. Machst du eine Verlosung dann? Nein, ich will die selber. Ich will die selber haben. Wie? Man braucht ja mehrere, um zu Shiny Hunten mit dem GB-Operator. Wenn ich 4 Operators hätte, dann müsste ich nicht jedes Mal die GameCube starten, um Deoxys zu Shiny Hunten. Dann hätte ich einfach 4 Operator und kann Deoxys darüber suchen. Muss es nicht über GameCube machen. Aber GameCube ist schon cooler. Du kriegst es hin, Sandwich-Katze. Und deswegen schließen wir die Giveaways nicht. Weil es kann immer sein, dass jemand es nicht hinkriegt. Kannst du gar nicht online gehen oder nur in Karmesin und Popo nicht? Weil sonst komme ich rüber zu Schwert und Schild. Ja, deswegen, ich will ein Video machen über den GB-Operator und wie man damit Shiny huntet. Und dann will ich ein Video machen
das wird aufwendig. Und die Hölle, das habe ich aber schon mal gesagt. Ich will jeden Pokémon-Film anschauen. Und dann darüber ein Video machen. Quasi ein Ranking. Und wie ich sie ehrlich finde, mit 35. So, 35-jähriger alter Sack schaut Kinderfilme. So im Sinne von. Der Titel muss nur knackiger sein. Irgendwie alter Sack schaut alle Pokémon-Filme. Ich, 35, habe alle Pokémon-Filme angeschaut. Alter Mann, 35, nee. Ich finde es auch wichtig zu sagen, zum ersten Mal. Weil viele denken wahrscheinlich, dass ich jeden Pokémon-Film gesehen habe. Aber so ein Pokémon-Fan bin ich ja nicht. Sowas wie, ich, 35, habe zum ersten Mal alle Pokémon-Filme angeschaut. Aber das ist allein schon ein viel zu langer Titel. Filme gab es noch nicht so viele. Bei der Serie müsste ich dann die Serie mit ins Grab nehmen. Es gab schon einige Filme. Es gibt pro Gen locker 2 Filme. Jetzt für Gen 9 kam noch kein Film raus, was echt seltsam ist. Aber es sind locker 10 Filme, wenn nicht mehr. Ich glaube, es gibt mehr als 10 Pokémon-Filme. Aber klar, Anime ist natürlich noch viel, viel mehr. Magst du den Heroes-Film mit Latios und Latias? Ich habe nur den allerersten gesehen, damals im Kino. Mewtwo. Bin bereit. Let's go. Gibt 23 Filme. Schau. Also 2 pro Gen kommt hin. Sie mussten die neue Serie etablieren. Trotzdem können sie einen Film machen für Gen 9. Das sind ja verschiedene Teams, die daran arbeiten können. Du heißt, glaube ich, Sayu. Sayu. Oh, sieht das schön aus hier. Da kann Marvel einpacken, ja. Hallo Maurediven. Ja, ich will alle, am besten will ich sogar alle Filme am Stück schauen, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, 23 Filme am Stück zu schauen. Aber also wirklich in einem Schwung, nicht so über ein Jahr hinweg, sondern wirklich halt jeden Tag einen. Und allein das dauert 23 Tage. Und dazu zählt dann auch das scheiß 3D-Remake vom ersten Teil. Also wirklich jeden offiziellen Pokémon-Film. Nicht Serie, nicht Kurzfilm, nicht so Anitoons oder so. Sondern wirklich die im Kino quasi liefen. Vollen Film halt. Dann mache ich mir dazu Notizen. Aber 23 Filme ist hart. Das wird ja ein ewig langes Video dann. 32 Filme in 16 Jahren. Aber die haben sicher, also das wäre ja im Schnitt 2 Filme im Jahr, aber die haben sicher oft mehr Marvel-Filme in einem Jahr rausgebracht. Aber am Anfang waren es halt weniger. Iron Man war halt dann nur einer und so weiter. Aber dann irgendwann kamen sicher, glaube ich, 5 Marvel-Filme in einem Jahr mal raus. Und eine reine DVD-Veröffentlichung mit Mewtwo's Rückkehr. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die finden soll, die Filme. Mal gucken. Danke fürs Shiny Warmball. Gerne. Du hast das Fair and Square gewonnen gegen 5 andere. Aber ja, das war's. Für heute. Ich wäre gar nicht online gekommen, wenn die Nintendo Direct nicht gewesen wäre. Und dann konnte ich auch noch diese schönen Monster Hunter Codes verlosen. Das ist echt cool, dass Capcom mich da angeschrieben hat. Weil halt Monster Hunter Stories so ähnlich ist zu Pokémon. Ja, du fängst Monster und züchtest sie und kämpfst mit ihnen. Fünf ist zu viel, aber 3 war schon ein hoher Input und dann hat die Qualität nachgelassen. Bis zum ersten Schwarz-Weiß-Film habe ich alle auf DVD hier. Du machst mir gerade Lust, die auch nochmal zu schauen. Mach. Hallo Danu. Dankeschön, Danu, für Tier 2. Bist in München. Hey, da war ich auch die letzten 3 Tage. Deswegen heute Schluss.
gibt nichts mehr zu tun. Ich werde den morgigen Stream jetzt vorbereiten und die letzten Baumlevel machen in Schwarz-Weiß 2, damit wir morgen das Gyarados Level 1 fangen können. Vielleicht klappt es ja schon im ersten Stream, ein Gyarados auf Level 1 zu fangen. Ansonsten, schön wieder da zu sein. Schön, dass ihr alle da wart. Ich schreibe gleich die Leute an wegen den Monster Hunter Codes. Ich hoffe, das funktioniert alles. Und wir sehen uns morgen wieder. Und auf Discord werdet ihr immer Bescheid kriegen, wann genau ich online komme. Beziehungsweise ihr werdet halt einfach sehen, wenn ich hier live bin. Gell? Tschüss. Danke für die ganzen Subs. Danke fürs Reinschauen. Die Nintendo Direct war eine gute Direct. Es war eine gute Direct. Und dieser Stream, wenn ihr meine Reaction nicht gesehen habt, wird wie immer hochgeladen auf meinem Archivkanal, Leos Archiv. Ausrufezeichen Archiv. Dort findet ihr alle Streams. Im Nachhinein könnt ihr sie dort nochmal anschauen. Tschüss!